präzise und hart. Ja, 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 ja. Und was ist so zart? Ja, 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 ja. Hört man nicht gern? Ja, 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 ja. Hört zu und lernt. Ladies und vor allem werte Ladies, einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich euch. Herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Mein Name ist Bentastic. Freut mich, dass du hier reingeschaltet hast. Freunde, es ist endlich mal Zeit, dass wir über FIFA 23 quatschen. Haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben jetzt heute, stand jetzt bei mir, den 4.7., und wir müssen uns einfach es einsehen, wie es ist. FIFA 22 ist tot. So, es ist vorbei. Da muss man sich einfach... wir müssen einfach ehrlich zueinander sein. Ne? Die Shapeshifters sind draußen. Inzwischen das dritte Team jetzt schon. Aber irgendwie... Ihr merkt selber, oder? Es ist einfach nicht mehr dieser Hype da, der es auf jeden Fall sein sollte. Wir haben jetzt noch ungefähr so 2-3 Monate und dann können wir uns aufs neue FIFA freuen. Wir diskutieren heute schon drüber und vor allem will ich es heute über Ultimate Team machen. Karrieremodus mache ich ein separates Video irgendwann einmal. Aber heute soll es definitiv um Ultimate Team gehen, weil heute will ich mir die Frage stellen, was muss ich hier eigentlich ändern? Und ich habe da ein paar Sachen, die ich heute auf jeden Fall ansprechen möchte. Ich denke mal, das wird auch in eurem Interesse sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ihr könnt euch das sowas wie eine Art Podcast vorstellen. Und ich muss auf jeden Fall sagen, ich freue mich auf jeden Fall sehr schon mal eure Meinung da zu hören. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn euch das Ganze gefällt. Selbstverständlich einen Daumen nach oben da lassen. Und mit dem Abonnieren-Button auf jeden Fall kein Video verpassen, Gentlemen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen was Längeres. Ich denke, ich werde das wahrscheinlich in der Infobeschreibung so ein bisschen wie so eine Timeline so einführen, dass ihr immer von Tag zu Tag skippen könnt, falls es euch nicht interessiert, weil es könnte ein bisschen länger werden. Aber ich habe mir da ein bisschen was überlegt. Ich zeige euch das hier an dem Beispiel von FIFA 22, ne? Einfach damit ich mir sage, so, okay, darüber könnte man mal reden, so kann ich euch das am besten zeigen. Wir fangen am besten mal im Shop an. Ja, das ist mal der erste Punkt. Ich habe mir übrigens hier außen habe ich mir so eine kleine Liste gemacht, so dass ich nichts vergesse. Und ich würde gerne im Shop anfangen, weil da gibt es etwas, wo ich wirklich sagen muss, ja, ihr habt dieses Jahr probiert, die Vorschau-Packs. Ja, ihr habt dieses Jahr wirklich probiert, die irgendwie groß rauszubringen. Im Endeffekt, in den Promo-Packs waren die Vorschau-Packs jetzt nur 2-3 Mal drin, glaube ich. Also da war jetzt nichts Großes dabei. Aber wir haben alle gesehen, lasst die weg. Lasst die wirklich weg. Ich weiß, es gibt den ein oder anderen da draußen, der da wirklich mal Glück gehabt hat. Aber man muss auch ehrlich sein an der Stelle, es tut dem Transfermarkt erstens mal nicht gut. Das ist mal die eine Sache. Und natürlich wird jetzt jeder kleine Streamer da draußen sagen, hey, lasst die doch drin. Das ist eine Chance für jeden Einzelnen irgendwie Plus zu machen. Ja, gebe ich euch recht, aber die Wahrscheinlichkeit dazu ist einfach viel zu gering. Dementsprechend, das wurde vor einem Jahr eingeführt, die Vorschau-Packs. Ich muss sagen, lasst die einfach weg. Lasst die bitte einfach weg. Wo wir gerade dabei sind, Thema Gold, Silber, Bronze-Packs. Ich verstehe immer noch nicht, warum man die 400 Coins Packs rausgenommen hat. Also die Packs für 400 Coins, die Packs für, was war das, FIFA 21? 2500 Coins? War das nicht so, dass du irgendwie ein normales Silber Pack hast kriegen können mit einem seltenen drin? Nee, Quatsch, mit vielleicht einer seltenen Sache drin. War das nicht so? Bin ich ganz ehrlich, gerade wenn ihr jetzt Crossplay einführen wollt, macht die Dinger wieder rein. Also ich verstehe sowieso nicht, warum man die rausgenommen hat. Und auch hier übrigens, Silber Vorschau-Pack ist auch für die Katz. Sind wir uns, glaube ich, auch einig. Also das sind so Sachen. Macht das weg. Macht das auf jeden Fall weg. Macht die normalen Packs wieder rein. Die waren gut. Das waren, glaube ich, die 5000 Münzen Gold-Packs. Dann waren es die 2500 Silber-Pack. Und die 400 Bronze-Pack waren es, glaube ich. Macht die wieder rein.
Glaubt mir, wenn ich euch sage, da wäre euch die Community ganz, ganz dankbar dafür. Genauso, wie ich noch einen Punkt habe hier im Shop, ne? Und zwar diese Dinger hier unten, ne? Diese Dana-Items, Steampunk-Items, Saison-Items, Saison-Bundles. Liebes EA-Team, ja? Ich meine, wisst ihr, an was mich das erinnert? Das erinnert mich, wenn ein Fußballspiel irgendwie ein bisschen zu lange Fortnite oder so gespielt hat und sich da ein bisschen im Shop umguckt und sich irgendwie denkt, oh, sowas Ähnliches können wir machen. Aber wenn wir da wirklich ehrlich sind, das interessiert keine Sau. Tut mir echt leid. Also ich glaube, ich habe in Division Rivals und in Foot Champions, ich glaube, fast noch nie gegen jemand gespielt, der so einen Bundle hatte. Es interessiert einfach keinen Mensch. Moment, aber, bevor wir jetzt von dem Thema hier wegkommen, ne? Es gäbe eine Möglichkeit, das Ganze interessanter zu machen. Was wäre denn, jetzt mal für die deutsche Szene ungefähr, was wäre denn, wenn man anstatt Steampunk-Items, wenn man jetzt hier zum Beispiel viel FIFA-Items hätte oder ein Gamer Brother Item Pack oder irgendwie so, wo es ein Trikot gibt, ein Wappen, eine Choreo. Dasselbe für die Englischen, ein Castro. Macht doch Castro-Items hier rein. Tut was für eure Content-Creator. Das kann ein Italienischer sein, das kann ein Englischer sein, das kann ein Französischer sein, das kann ein Deutscher sein. Völlig egal. Und da könnt ihr dann anfangen, unter diese Bronze, Silber und Gold Packs und da für, ich glaube, 6 oder 7 verschiedene Content Creator, zack, 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 zack. Die werden 100% mehr gekauft, da bin ich mir ganz, ganz sicher, als dieser Dreck hier. Ja, und verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum da noch keiner drauf gekommen ist, weil das ist eigentlich eine Sache, wo ich wirklich sagen muss, das kann man eigentlich mal versuchen, oder? Gut. Aber ich will wegen dem Thema Shop jetzt auch nicht hier lange, lange blöd rumreden. Das sind so die einzigsten Punkte, die ich ehrlich gesagt im Shop habe. Gehen wir mal zu einem anderen Punkt und das sind die SBCs. SBC. Da muss ich sagen, da bin ich eigentlich, muss ich sagen, relativ zufrieden. Ich finde es halt echt krass, dass du hier teilweise immer nur alles untauschbar kriegst. Das ist halt echt krass. Also auch die Rewards, die du daraus kriegst. Das ist halt echt schade. Was mir so eingefallen ist, das war hier das Foot Champions Upgrade, ne? Ich glaube, in jedem Stream, den ich irgendwie geguckt habe dieses Jahr und jeder, der irgendwie dieses Upgrade versucht hat, da könnte man ein bisschen mehr aufstocken. Mach mal aus der 86 eine 87. So, und ich denke, dann würde dieses Pack wahrscheinlich auch sehr, sehr interessanter werden. Und auch hier für Champions Upgrade 83 bis 87 könnte man vielleicht machen. Weil man hat einfach gesehen, wie oft kommt es denn vor, dass du dieses Upgrade machst und du ziehst 386er. Wie oft kommt denn das vor? Das habe ich fast in jedem Stream gesehen. Bronze Upgrade, Silber Upgrade, Gold Upgrade kann man eigentlich so lassen. Ich würde vielleicht hier noch einen silbernen mehr reinhauen, beziehungsweise einen seltenen mehr. Sodass es hier um 3 seltene geht, hier um 4 gewöhnliche und dass es hier um 3 seltene Goldspieler geht. Das würde ich vielleicht machen. So. Aber ansonsten habe ich da relativ nichts auszusetzen. Was mir in diesem FIFA ziemlich gefehlt hat, was jetzt immer mehr kommt, leider jetzt zu spät. Aber das habe ich das beste Beispiel hier. Und zwar, wo war denn die SBC? Bei Shapeshifter war es, glaube ich. Und zwar das hier, ne? Das hier, ne? Einfach diese Tatsache, dass du zwischen 2 Karten auswählen kannst, ist einfach eine absolute Bombe-Idee. Das haben sie in FIFA 21 haben sie das eingeführt. Und hat man jetzt in 22 haben sie das jetzt weiter gemacht. Bloß, es gibt viel zu wenig Karten da. Mensch, mach da ein bisschen mehr. Am besten zu jedem Event 2 Stück. So, mach das einfach mal. Mach das einfach mal. Die Community fährt da voll drauf ab, bin ich mir ganz, ganz sicher. Worauf die Community nicht abfährt,
Und da müssen wir auch ehrlich sein, sind diese Dinger hier, ne? Diese Online-Watch-Token oder wie man, oder FGS-Tausch-Token oder wie man das auch immer nennt. Auch hier muss man ehrlich sein, es interessiert kein Mensch. So, das ist tatsächlich wahr. Die Dinger doch einfach raus. So, ich finde es cool, dass man zu vielen Events so manch andere Tokens gebracht hat, die man sammeln musste, für höhere Sachen zum Eintauschen, sprich 82 mal 25 und lauter so Sachen, weil das steigert die Langzeitmotivation. Langzeitmotivation, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Die eigenen SBCs, muss ich sagen, finde ich eigentlich so ganz in Ordnung. Ich muss es halt immer wieder sagen, diese Leih-Icons, mach doch diese Leih-Dinger, mach die doch einfach raus. Es ist einfach komplett lächerlich, wie ich finde. Manche machen sich da einen Vorteil, ne? Thema Freundschaftsspiel. Aber nichtsdestotrotz, nee, bitte nicht, bitte nicht. Ich finde es auch übrigens nicht gut, dass man Leih-Sachen im Shop kaufen kann. Wenn wir schon dabei sind. Das finde ich auch nicht gut, weil das nimmt nämlich eine völlig andere Form an irgendwie. Die Ligen SBC. Da hat man in den letzten 2 Jahren so einen kleinen Schritt zurück gemacht. Man hatte ja, wenn man eigentlich auf Premier League draufklickt, ne, hatte man vor einiger Zeit noch, ist immer so, dass man dann hier Arsenal und Aston Villa und Burnley und Man City und Man United und Liverpool und Chelsea, dass jeder Verein eine eigene SBC hatte in dieser Liga. Das ist inzwischen nicht mehr so, finde ich wirklich sehr, sehr schade, weil das auch für den Transfermarkt auch mal was ganz anderes noch wäre, ne? Thema Silberkarten, Thema Bronzekarten, ne? Das wäre für den Transfermarkt, wäre das nochmal was richtig, richtig anderes und könnte man wieder einführen. Falls man das nicht einführt, ne? Ich würde es immer noch geil finden, wenn man hier irgendwie eine Special-Karte kriegen würde. Hat man auch mal gemacht, macht man inzwischen auch nicht mehr. Ganz im Gegenteil, man macht untauschbare Rewards, wo ich dann wirklich sagen muss, untauschbare Rewards, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist vorne und hinten nichts. Damit kannst du einfach nichts anfangen. Und vor allem, weil es einfach viel zu wenig ist, das kommt ja auch noch dazu. Ansonsten muss ich sagen, war es das im Thema SBC? Transfermarkt. Transfermarkt, da will ich mal ganz kurz reingehen, ne? Und bitte, ich gehe mal kurz auf meine Transferliste. Warum, zeige ich euch. Wo haben wir es denn? Bitte, bitte fix das, um Gottes Willen. Das ist dasselbe hier mit Chemistry Styles. Geht auch nicht. Es funktioniert halt einfach nicht. Hier, Vertragskarten funktioniert lustigerweise, okay. Aber die Positionsmodifikatoren, die ganzen Chemistry Styles, die ganzen Trikots, die ganzen Wappen und so weiter, es funktioniert nicht. Auf der Companio-App funktioniert es lustigerweise, aber hier funktioniert es nicht. Bitte fix das, um Gottes Willen, ey. So. Dann ganz kurz noch generell mal zu Eventkarten. Adidas Numbers Up, muss ich ganz ehrlich sagen, war ein Reinfall. Das Einzige, was mir hier einfallen würde, jetzt muss ich aber doch mal wirklich gucken. Ich glaube, das Einzige Brauchbare... Ich glaube, das einzige Brauchbare war wirklich Ter Stegen, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, so, das einzige Brauchbare hier bei Numbers Up war wirklich Ter Stegen. Ansonsten war das Event ein Reinfall. Deshalb, die Karten können weg. Wenn ich jetzt mal hier so durchgucke, ne? Eis, Feuer, ja gut, kann man sich drüber streiten. Dann hier, Man of the Match National. Kann weg, braucht kein Mensch. Ähm,
Europa Conference League Man of the Match. Braucht kein Mensch. Das sind so ein paar Sachen dabei, wo ich mir dann wirklich denke, so das lasst doch so ein Blödsinn weg. Es gibt, glaube ich, auch irgendwo Champions League Karten Man of the Match, ne? Ich finde die jetzt gerade nicht. Oder man hat vergessen, sie reinzumachen. Das kann natürlich auch sein. Aber, und wo wir gerade dabei sind, Record Breaker war auch so ein Event. Ja, also war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. War jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Also die ganzen Man of the Match Geschichten. Irgendwie war das nix. Und UEFA Conference League Man of the Match. Das ist einfach, das ist ja wirklich, also wenn man sich mal anguckt, was hier das so unterwegs ist, sind wir uns, glaube ich, auch einig, so lasst das doch bitte weg. Okay, dann müssen wir bei Ziele über was reden, ne? Ich finde es übrigens ganz cool, wie man das mit Ziele und mit Meilensteine gestaltet hat. Da muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich finde auch die Silberstars finde ich absolut geil, dass man da ein Event draus gemacht hat, fand ich jetzt nicht so cool. Aber naja, ich wäre sogar dafür, macht das doch mal mit Bronzekarten. Da wäre ich auch dafür. Warum? Kommen wir gleich im Thema Foot Champions nochmal dazu. Ich will auf den Saisonfortschritt mal reingehen, ne? Und vor allem, da wären wir auch wieder beim Thema Langzeitmotivation. Ich würde das hier alles echt geil finden, ne? Aber das Problem ist dann, wenn du mal ganz nach hinten gehst und dann siehst du solche Karten hier, ne? Und gerade jetzt, man darf nicht vergessen, wir haben Juli jetzt, ne? Wenn man sich das hier anguckt, ne? Sowas hier. Und man darf nicht vergessen, wenn das neue Spiel rauskommt, dann sind die Karten irgendwie bei 85 oder bei 87 oder so. Leute, macht doch, gebt doch mal ein bisschen Gas. Gebt mal ein bisschen Gas, was die Karten hier betreffen. Ne? Wenn ihr schon solche Special-Karten raushaut, das steigert auch die Langzeitmotivation. Das sind wir auch wieder bei dem Punkt hier. Ne? Was ich natürlich damit das sagen muss, ist, und das ist der andere Punkt im Season Pass, es sind einfach komplett sinnlose Items dabei hier, ne? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier diesen Tropenball sehe, das sind einfach so Geschichten, das interessiert halt keine Sau. Und auch hier muss ich sagen, die Stadienthemen, auch hier sind einfach Sachen, die einfach die Community nicht interessieren. Auch hier würde ich mal den Einfall reinwerfen, man könnte auch hier was von den Content Creator reinwerfen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil ich würde jetzt einfach mal behaupten, eine Sache von den Content Creator würde mehr begeistern als ein Gelato-Ball, eine Fan-XL-Choreo, ein Fan-Banner, ein Wappen mit drei Monitoren, was keinen interessiert. Es mag ja möglich sein, dass manche sich dafür einen Arsch aufreißen, ne, und das irgendwie präsentieren müssen oder so, aber Leute, es ist einfach stinkelangweilig, ne. So, und wo wir gerade bei stinkelangweilig sind, da kommen wir, glaube ich, zur langweiligsten Geschichte, die es in FIFA 22 gibt, nämlich die Squad Battles, ne. Es ist eine Sache, ne, und es hängt ja auch teilweise mit den Zielen und mit den Meilensteinen zusammen, ne. Ich erlebe es bei mir persönlich so oft, dass ich in die Ziele reingehe. Und das beste Beispiel ist ja aktuell die Sommer 1 Tauschkarten, ne? Wenn ich das hier sehe, ne? Und ich sehe, oh geil, da gibt's eine ganze Menge Token zu erzocken. Aber dann siehst du generell schon, dass du hier 4, dass du 8, dass du hier schon 8 Squad Battle Partien zocken musst, auf die du einfach absolut keinen Bock hast. Warum? Weil sie stinkelangweilig sind, weil man es nicht beschleunigen kann. Und vor allem, weil die KI-Schwierigkeit einfach nur total bescheuert ist. Also, wenn ich jetzt hier, im besten Beispiel, wenn ich jetzt hier gegen dieses Team hier antrete, ne, ich lasse mir das Team hier mal anzeigen. Das ist ein Team, FC Santa Rosa, ja, Grüße gehen raus. Das ist ein Team hier zum Beispiel mit 67er Bewertung, mit 70 Chemie, ne. Wenn ich
gegen dieses Team auf Weltklasse spiele, pumpe ich 10-0 weg. Ist gar kein Problem. Wenn ich gegen dieses Team auf Legende spiele, so, kommt drauf an, was ich für ein Team habe. Aber es kann dann sein, dass bei Legende die Schwierigkeit sich sagt, hey, ich habe jetzt die 60., 70. Minute, ich pack noch mal eine Schwierigkeit obendrauf. Und Freunde, dann pumpt euch diese Schwierigkeit aus dem Stadion. Das ist kein Scheiß. Und dann kommt ja auch noch das andere, ne? Dann gibt es ja auf Legende, gibt es ja auch hier manchmal Bronze-Teams mit 20 Chemie oder hast du nicht gesehen? Ja gut, hier gibt es jetzt mit 54 Chemie, aber hier gibt es ja auch teilweise Teams mit Bewertung 59 oder so. Und der Hammer ist ja, wenn du dann auf Ultimativ schaltest, ne, dann haut dich das Bronze-Team 5-0 aus dem Stadion. Das ist kein Schei, also es macht einfach gar keinen Sinn. Und das Ganze würde einfacher gehen, wenn man einfach in den Einstellungen, wenn es die Möglichkeit geben würde, und ihr habt das in den Freundschaftsspielen schon gemacht, bitte macht das in Squad Battle, auch wenn es die Möglichkeit geben würde, die Halbzeitlänge von 6 Minuten auf 4 Minuten runterzustellen. Wenn es das geben würde, dann würden viel mehr Leute diese Squad Battles zocken. Da gebe ich euch mein Wort drauf. Weil diese 6 Minuten Halbzeitlänge, das ist so schleppend. Es ist so widerlich und es macht einfach gar keinen Bock. Dass man hier ein präsentiertes Team hat, das finde ich jetzt gar nicht so, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. War schon immer eigentlich ganz cool, dass man da immer mal wieder so ein bestimmtes Team hatte, dass man da dass man da manchen Content Creator drin hatte. Die Rewards, da müssen wir auch nicht drüber reden. Die Rewards sind auch teilweise viel zu schlecht. Du musst ja, und da muss man mal wirklich sich das Ganze mal vor Augen halten. Du musst ja hier schon Elite spielen, um irgendwie ein AFIGS eventuell zu ziehen, ne? Und 40 Spiele in der Woche plus Foot Champions 20 Stück plus die Quali 10 Stück plus Division Rivals, dann bist du eventuell bei 80 Spiele in der Woche. Nee. Also garantiert nicht. Deshalb macht die Halbzeitlänge runter und gut ist. So. Und dann kommen wir zu einer Sache, das betrifft auch Foot Champions. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, ob ich das noch nachgucken kann. Ich glaube aber, ich kann das inzwischen gar nicht mehr nachgucken. Und zwar geht es ums Team of the Week, ne? Dass dieses Team of the Week in dem ganzen FIFA-Zirkus komplett sinnlos war. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, oder? Jetzt muss ich gerade echt überlegen, kann ich mir das irgendwo noch anzeigen lassen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube tatsächlich nicht, weil die hat man ja komplett rausgenommen hier inzwischen. Aber okay, ist nicht schlimm, weil ich muss ja eigentlich nur den Transfermarkt aufmachen. Und, warte mal, hier machen wir hier Team of the Week. Wo bist denn da? Gold Team of the Week. So, wenn ich jetzt Foot Champions spiele, ja, und wenn ich mir dann denke, das sind ja jetzt alles nur gute Karten, ne, lustigerweise, ja gut, ich meine, gut, weil auch nichts mehr was kostet, ne, bloß, wenn ich dann die Weekend League spiele, ne, und das Team of the Week besteht dann aus, weiß ich nicht, aus 10 81er, aus 5 82er, aus 2 83er, dann ist ein 86er dabei und ein 87er dabei und das war's im Prinzip. Ey, also, dann muss ich mir wirklich die Frage stellen, warum spiele ich eigentlich Foot Champions? So, und wenn ich mir das jetzt mal so überlege, ne? Ich will euch da ganz kurz mal hier mitnehmen und zwar, ich hatte da eigentlich gleich noch was anderes vorbereitet, so, aber das kann man jetzt eigentlich in der Verbindung hier auch machen. Und zwar, passt mal auf, Freunde, es geht hier darum, ne? Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier in Team of the Weeks rein,
Ne? Einfach um euch das mal hier so näher zu bringen. Das hier ist das Team of the Week 35 gewesen. Ne? Da gehe ich jetzt einfach mal drauf. Und ich muss sagen, wenn ich da bedenke, zu dem Zeitpunkt, dass hier die Tots teilweise schon draußen sind, dass es hier um einen 86er geht, um einen 85er, um einen 84er, da ist hier die untere Hälfte, da ist nichts bis 80 dabei. Da geht hier in der Linie hier, geht nichts auf 85. Das interessiert keine Sau. Und ich verstehe dann ehrlich gesagt nicht, warum man da nicht mal ein bisschen Gas gibt. Und wie man jetzt hier ein bisschen Gas geben könnte, und das will ich euch mal hier an so einem kleinen Beispiel zeigen. Das ist nämlich hier ganz, ganz einfach zu erklären, ne? Wie man das mal ein bisschen besser machen könnte. Es gibt ja auch im Team of the Week, ne, das hier ist übrigens Footbin, ne, der Karten-Creator. Es gibt ja im Team of the Week auch Spieler, bei denen weißt du ganz genau, okay, da wird wahrscheinlich keine Team of the Week-Karte mehr kommen. So, jetzt denke ich mir aber, pass mal auf, ich nehme jetzt mal ganz spontan den guten Kollegen Terence Boyd, ne, vom 1. FC Kaiserslautern. Was wäre denn, und das meine ich vollkommen ernst, was wäre denn, wenn man dieser Karte hier mal richtig den Arsch rein voll pumpen würde, ja? Einfach zwei Karten aus irgendeiner dritten Liga, aus irgendeiner zweiten Liga, das kann eine Comebol-Karte sein, das kann aus England 3 sein, was weiß ich. Aber warum gibt man diesem Terence Boyd mal einfach mal nicht eine 91? So, einfach mal so, warum eigentlich nicht? So, das wäre mal richtig, richtig geil. Weil dann könnte man jetzt hier theoretisch sagen, so, hier komm, mach mal das hier so. Dann, muss ich kurz die Rede, machen wir mal hier so. So, dann machen wir das Ganze hier so. 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 Ah, halt, hier verschrieben. So. Und dann geht's nämlich, weißt du was, komm, einfach mal hier, weil wir ja hier so freundlich sind. So, und dann geht's hier um eine ganz andere Karte. So, erstens mal pushst du damit allgemein mal den Transfermarkt. Das kommt ja auch noch dazu. Weil anstatt, dass du jetzt eine 10.000 oder 12.000 Euro, ja Euro sage ich schon, eine 10.000, 12.000 Coins Karte hast, hast du jetzt hier eine Karte. Diese Karte hier könnte im FIFA 23, wenn die so kommt, könnte die am Anfang bestimmt an die 80.000 Münzen kosten. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Auch wenn es nur Rating ist, aber nichtdestotrotz, hey, es wird mal um was gehen. Ein anderes Beispiel habe ich bei 1860 gesehen, ne? Einfach damit ihr das, oder wen können wir denn noch hier nehmen? Genau, Bülter. Ja? Marius Bülter von Schalke 04. Ist auch so eine Geschichte. Ne? Ist vielleicht sogar noch die bisschen bessere Geschichte. Der Kollege ist ja ein MS, ne? So, jetzt mach mal, ohne Scheiß. Jetzt mach dir mal hier eine 91 rein. Das heißt, der hat plus 13, ne? Dann hat der 98 Tempo. Dann hat der 95 Pace, dann hat der 95 Schuss. So, und plötzlich sieht diese Karte komplett anders da aus. Ne? Ich mache das jetzt einfach mal hier so Pi mal Daumen so. Und dann sieht diese Karte hier komplett anders aus. Wobei ich jetzt sagen muss, das ist ein bisschen arg übertrieben. Mach mal so. Aber das, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Nimmt einfach zwei, drei Karten, die total underrated sind und pumpt die einfach mal voll. So, dann würde es auch um was gehen. So, aber wisst ihr, wenn ich dann wieder hier auf FIFA gehe und ich gucke mir dann hier den Transfermarkt durch und ich sehe einen 75er Riquelme. So, ja gut, mittlerweile ist hier bei Team of the Week, kostet ja alles fast gleich eigentlich, weil kostet ja keiner mehr hier was. Aber hier sind lauter Sachen dabei. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, ich weiß nicht, Bundesliga 2 ist da zufällig was dabei. Ja, da haben wir sie ja hier. Ne? Das sind alles so Sachen. Windheim ist auch so ein Beispiel. Gib dem Kerl eine 88, pumpt den 99 Tempo drauf
Und dann reden wir hier von einer ganz, ganz anderen Karte. So, ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus will, ne? Dementsprechend, das wäre was, das würde das komplette Team of the Week auf jeden Fall echt aufmuntern. Und zu guter Letzt, da sind wir auch beim Thema Foot Champions. Das würde auch für Foot Champions bedeuten, dass es hier mal echt um was gehen würde, ne? Vorweg, die Quali ist ja im Prinzip, ich finde es ja schön, dass EA uns eine Chance gibt, noch ein paar Packs abzustauben, ne? Anderes Problem ist halt, es ist für die Leute, ne, die jetzt jedes Mal Rang 3, Rang 2, Rang 1 holen, ne, also richtige Elite-Spieler, es ist halt absolut Quatsch, jede Woche irgendwie ein Playoff zu spielen, ne? Dementsprechend würde ich jetzt sagen, pass auf, hier, geh mal hier rüber, Champions Finals, das machst du ungefähr, was sind denn 11 Siege, jetzt muss ich gerade überlegen. 10 Siege sind 40, also 50. Ja, also dann bist du hier bei 51, dann machst du hier bei Rang 6 oder bei Rang 5. Oder, ja gut, machst du vielleicht auch hier ein bisschen mehr. So, hier, ne? Gib den Leuten einfach die sofortige Qualifikation wieder. So, für die Leute, die so ungefähr Rang 6, Rang 5 holen. So, ne? Gib den Leuten einfach mal wieder... Ne, ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus will. Dann, wo wir schon beim Thema Rewards sind, ne, wenn es gescheit Team of the Week Karten geben könnte, dann es ist immer wieder ein Thema und hier macht ihr es zum Beispiel, wo ich mir dann sage, macht doch die Eventkarten rein. So, wenn jetzt Foot Birthday ist, macht ein Foot Birthday Pack hier rein oder irgendwie sowas. Ein Foot Birthday Spielerwahl, irgendwie sowas, aber wenn ihr das Team of the Week so lasst, dann das interessiert die Weekend League fast bald keinen Menschen mehr. Und das ist einfach das Problem. Dementsprechend, ich glaube, wir sind hier, glaube ich, halt. Wir haben noch einen Punkt ganz, ganz vergessen, ne? Was wäre denn, wenn es eine Weekend League geben würde, die aus einem gewissen Thema besteht, ne? Ich zeige euch das mal ganz kurz im Thema Freundschaftsspiele, ne? Freundschaftsspiele. Da gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Ne, nicht bei klassisch, sondern hier bei online. So, und ich gehe jetzt mal hier in die Silver Lounge rein, ne? Beziehungsweise Silver Lounge ist jetzt... ist jetzt relativ doof, weil jetzt hier kein gutes Beispiel dabei ist. Aber okay, nehmen wir mal das Thema Silver Lounge, ne? Was wäre denn, wenn es die Silver Stars geben würde, ne? Was wäre denn, wenn es eine Weekend League geben würde, in der es zum Beispiel heißt, dein Team darf nur ein Rating von 74 haben? Eine Bronze Weekend League, ja? Das Team darf nur eine Stärke von 64 haben. Leute, wenn ich mir das so vorstelle, ihr glaubt nicht, was dann hier los wäre. Und ich glaube, dann wird es in der Weekend League mal richtig krass zur Sache gehen, ne? Weil nicht jeder würde dann hier mit Icon spielen und hast du nicht gesehen? Weil dann wird es nämlich mal richtig hier um was gehen, Alter. Ist nur so eine kleine Idee. Und damit würde ich auf jeden Fall mal sagen, mit dieser Idee lasse ich das auf jeden Fall so stehen. Ich würde mich übrigens freuen, das habe ich noch vergessen, ich würde mich freuen, wenn es die Heroes wieder geben würde im nächsten FIFA-Teil. Das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil finden, weil die fand ich nämlich gar nicht so verkehrt. Haben nur am Anfang relativ viel gekostet, aber da sind wir ja dafür verantwortlich. In dem Punkt sind wir da, glaube ich, raus. Freunde, wenn ihr noch irgendwelche Punkte habt, die ich hier noch vergessen habe, ne, dann schreibt es auf jeden Fall hier in die Kommentare rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Das ist jetzt ein 34-Minuten-Video, tut mir auf jeden Fall leid, aber wie gesagt, ich werde euch das so reinsetzen, dass es für jeden gut ansehnlich ist. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Lasst einen Daumen auf diesem Video da mit dem Abonnieren-Button. Ich würde mich freuen, dich wiederzusehen.
In diesem Sinne, ich hoffe, wir werden in FIFA 23 was richtig Geiles sehen. Vor allem mit Crossplay, was mir sehr, sehr Angst macht bei den Servern. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann, tschüss, ciao, reingehauen, euer Bentastic, auf Wiedersehen.